Hallo zusammen, wir wollen gleich pünktlich um 16 Uhr beginnen. Wäre toll, wenn wir langsam das Wasser räumen könnten. Danke. Jetzt schon mal ein Veranstaltungshinweis, ganz wichtig, bitte tragt alle die ganze Zeit die Maske, auch beim Anfeuern. Bitte nicht gerade zum Anfeuern übers Becken lehnen und die Maske runternehmen. Das ist tatsächlich nicht positiv. Bitte seid so gut, haltet euch dran. Wir haben gleich ab 16 Uhr das Fernsehen hier im Schwimmbad. Wäre toll, wenn wir tolle Bilder übertragen können, die dann auch regelkonform rüberkommen. Vielen Dank. Liebe Schwimmerinnen, liebe Schwimmer, liebe Schiedsrichter, liebe Kampfrichter, ich darf euch alle herzlich begrüßen zum ersten Xmas Race des SV Blau-Weiß Bochum im Dezember 2021. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Besonderer Dank gilt neben den Kampfrichtern, den Trainern, den Betreuern, auch den vielen Helfern, die das Rennen heute möglich machen. Ich möchte nochmal sorry sagen für einige, bei denen die Einlasskontrolle ein bisschen länger gedauert hat. Das ist, glaube ich, der Tatsache zu schulden, dass wir ein Schwimmverein und kein Testverein sind, aber trotzdem für die Sicherheit zu sorgen. Ich wünsche uns allen einen schönen Wettkampf, tollen Sport und vor allem viel Spaß. Und ich darf euch das Schiedsgericht des heutigen Tages vorstellen. Schiedsrichter weiblich ist Susanne Golaschewski, Schiedsrichter männlich ist Wolfgang Dahrenberg. Unser Starter weiblich ist Fabian Rutkowski und die Männer wird dann Martin Strieder
starten. Wir beginnen den Wettkampf heute mit 100 Meter Rücken weiblich. Werden die 200 Lagen sehen, die 50 Rücken männlich, 50 Schmetterling weiblich, 200 Brust männlich, 200 Freistil weiblich, die 400 Meter Freistil männlich. Das Meldeergebnis für die 400 Meter Freistil wird im Laufe des Wettkampfes erstellt und kann dann entweder auf swimevents.de online abzurufen sein oder aber eben bei uns am Sprechertisch erhältlich sein. Nach den 400 Freistil machen wir mit 100 Meter Brust weiblich weiter, 100 Meter Schmett männlich. Dann gehen wir zu den Sprints, 50 frei weiblich und 50 Brust männlich. Dann bleiben noch die 200 Schmett weiblich, die 200 Meter Rücken männlich übrig. Und Abschluss des heutigen Abschnitts werden dann die 100 Meter Xmas Races, die Finals weiblich und männlich sein. Wir haben zwischendurch eine Pause für Siegerehrung eingeplant. Die wird dann circa 15 Minuten bis 20 Minuten dauern. Und ja, ich wünsche euch einen ganz erfolgreichen Wettkampf. Vielleicht werden schon ganz viele Quali-Zeiten für NRW und vielleicht sogar auch schon für die deutschen Meisterschaften heute geschwommen. Wir drücken euch die Daumen. Wir beginnen mit Wettkampf 15, 100 Meter Rücken weiblich, Vorläufe für das Xmas Race. In Lauf 1 sehen wir auf Startbahn 3 Maja Kleibauer von TuS Dortmund-Brakel, auf Bahn 4 Anna Bonn vom VfL Übach-Palenberg. Auf Bahn 5 startet Deruni Cheng von der SG Ruhr, auf Bahn 6 Mila Lahmann vom SC Hartberg und auf Bahn 7 Kimara Isbrücker von der SG Eintracht Ärgste. Die Bahn 1, 2 und 8 bis 10 bleiben frei. Ich rufe auf zu Wettkampf 15, Lauf 2. Hier startet auf der Bahn 1 Pauline Kleber von TuS Dortmund-Brakel, auf Bahn 2 Mayra Hax vom SV Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 3 Hanna Pohlmann von der SG Eintracht Ärgste, auf Bahn 4 Marleen Grümme vom TuS Dortmund-Brakel, auf Bahn 5 ihre Mannschaftskameradin Liam Fattach, auf Bahn 6 startet Miriam Proff vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 7 Ella Heimann vom VfL Osnabrück, auf Bahn 8 Pia Sophie Altmann, Rote Erde Swim Team TuS Hamm. Auf Bahn 9 Hanna Gönnekea vom SC Hartberg. Und auf Bahn 10 ihre Mannschaftskameradin Pauline Kunkel. Und dies wird ein Prämienlauf sein. Im Laufe dieses Abschnitts werden wir immer wieder einmal Prämienläufe einstreuen. Und die Prämien könnt ihr euch dann hier bei uns am Sprechertisch aussuchen. Und auch an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Sponsoren unserer Prämien. Das ist zum einen der Förderverein des SV Blau-Weiß Bochum, zum anderen die Firma Zaosu, SwimTotal und dann zu guter Letzt auf zur Wettkampf 15, Lauf 3. Auf der Bahn 1 startet Lea Sophie Wenzel von der SG Essen, auf Bahn 2 Caroline Wotzbacher vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 3 Larissa Sina, SG Frankfurt, auf Bahn 4 Anna Schubert von der SG Wetterau, auf der Bahn 5 schwimmt Judith Brinkmann vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 6 Janne Niederste-Hollenberg, SG Essen, auf Bahn 7 Katja Sichwart, VfL Osnabrück, auf Bahn 8 Matthias Hennes vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 9 sehen wir Lea Reuter vom VfL Übach-Palenberg,
Auf der Bahn 10 Laurena Sophia McDonald von der SG Frankfurt. Unten vom Eingang steht das Zelt von Swim Total. Wer sich also kurz vor Weihnachten nochmal mit ein paar Schwimmutensilien eindecken möchte, die Leute von Swim Total warten auf euch, sind bereit und beraten euch gerne professionell. Also vielleicht ist ja auch noch ein Geschenk für den kleinen Bruder oder die kleine Schwester. Und Sieger dieses Prämienlaufes ist Ella Heimann vom VfL Osnabrück. Ella, du kannst dir gerne eine Prämie bei uns am Sprechertisch abholen. Herzlichen Glückwunsch. Aufruf zu Wettkampf 15, Lauf 4. Auf der Bahn 1 schwimmt Ina Maria Ziemann vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 2 Marie-Nicole Kramarenko, SG Mülheim. Auf Bahn 3 Antonia Sophie Schwarz von der SG Frankfurt. Auf Bahn 4 Maja Brocilo, SG Mülheim. Auf Bahn 5 Christina Lea vom Hofheimer SC. Auf Bahn 6 startet Charlotte Vornhold vom VfL Osnabrück. Auf Bahn 7 ihre Mannschaftskameradin Lisa Holm. Auf Bahn 8 Charlene Theis von der SG Ruhr. Auf Bahn 9 ihre Vereinskameradin Pia-Marie Hesse. Und auf Bahn 10 sind wir Emily Stör vom VfR überfahren. Ich rufe den fünften, damit letzten Vorlauf für 100 Meter Rücken weiblich auf. Auf Bahn 1 schwimmt Nele Hoffmann von der SG Wetterau. Auf Bahn 2 Sina Berra vom TuS Dortmund Brakel. Auf Bahn 3 sehen wir Luisa Pacheco González von der SG Mülheim. Auf Bahn 4 startet Lilly Ruberg vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 5 Hanna Butler von der SG Gladbeck Recklinghausen. Auf Bahn 6 startet Lilly Bungert vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 7 Julian Namm vom der SG Mischwimm Münster, auf Bahn 8 Pia Joost, SG Wassersport Iserlohn, auf Bahn 9 Priska Sträbker vom SV Blau-Weiß Bochum und auf Bahn 10 Lea Peters von Rote Erde, Swim Team TuS Hamm.
geht weiter mit dem Wettkampf Nummer 16, 100 Meter freistehender Nils. Lauf 1, Bahn 2, in Steven Koch, VfL Osnabrück, Bahn 3, Jakob Paulzeuer, SC Hartberg, Bahn 4, Leon Zitzer, VfL Osnabrück, Bahn 5, Jakob Berndorfer, SC Hartberg, Bahn 6, Matthias Schäfer, SG Wassersport Salon, Bahn 7, Linus Bungert, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 8, Adrian Dix, SC Hartberg, Bahn 9, Elias Valentin Kerner, SG Ruhr. Dieser Lauf ist ein Prämienlauf. Wir kommen zum Lauf 2. Auf der Bahn 1 startet Jos Leowald, SG Ruhr. Bahn 2, Lukas Florian Matschak, SG Ruhr. Bahn 3, Philipp Laurentschus, SG Dortmund. Bahn 4, Sebastian Dinnes, SG Mühlhauen. Bahn 5, Janis Marx, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 6, Diego Alexander Kister, SC Hartberg. Bahn 7, Luis Gehle, SG Wassersport Iserlohn. Bahn 8, Nikolai Schinkarev, Bis Dortmund Brakel, Bahn 9, Linus Remsing, SG Ruhr. Und auf der Bahn 10 startet Florian Bartek von SV Blau-Weiß Bochum. Den Prämienlauf hat gewonnen auf der Bahn Nummer 7 Linus Bungert. Herzlichen Glückwunsch. Kommst du bei uns vorbei am Sprechertisch und holst dir bitte deine Prämie ab. Aufruf zum Lauf Nummer 3. Bahn 1 mit Dieter Karthoff, Rote Erde, Sven Team Hamm. Bahn 2, Laurenz Johannes Böhme, SV Gelbe, Blau-Gelb-Delfin. Bahn 3, Johann Frey, SC Hartberg. Bahn 4, Maximilian Asener, Lauf, Leichinger SV. Bahn 5, Julian Köhler, SG Eintracht Erste. Bahn 6, Laurent Foscheremoro, Wasserfreunde Soest. Bahn 7, Alexander Schmidt, SG Ruhr. Bahn 8, Lars Marius Karl, Bus Dortmund Brakel. Bahn 9, Sören Dietrichs, SV Blau-Gelb-Delfin. Bahn 10, Konstantin Raphael Stamm, SV Blau-Weiß-Bochum.
zum Laufen markiert. Bahn 1, Raphael Linne, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 2, Josef Pöpplinger, SG Wetterau. Bahn 3, Leon Young, VfL Osnabrück. Bahn 4, David Kurz, VfL Osnabrück. Bahn 5, Henrik Philipp Karl, TuS Dortmund-Krakel. Bahn 6, Deniz Adel, Wassersport Iserlohn. Bahn 7, Tino Hechler, SG Wetterau. Bahn 8, Ole Magnus Pürek, SSV Blau-Gelb-Delfin. Bahn 9, Elias Krieg, SG Ruhr. Bahn 10, Joel Werner, VfL Osnabrück. Dieser Lauf ist ein Prämienlauf. Zum Lauf Nummer 5. Bahn 1, Linus Heierhoff, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 2, Leonard Klein, SG Schwimmmünster. Bahn 3, Simon Finn, SG Frankfurt. Bahn 4, Luca Borg, SG Mülheim. Bahn 5, Liam Weyer, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 6, Pablo Petsch, SG Ruhr. Bahn 7, Georg Schneider, SG Frankfurt. Bahn 8, Erik Bodo, SG Mülheim. Bahn 9, Ben Wichtermann, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 10, Henrik Klode, SG Mülheim. Noch einmal der Hinweis an alle, dass ihr bitte die Masken tragt. So, den Prämienlauf, Lauf 4, hat gewonnen auf der Bahn 6, der Deniz Adel. Bitte komm zum Sprechertisch und hol dir bei uns etwas ab. Herzlichen Glückwunsch. Aufruf zum Lauf Nummer 6 von 8. Bahn 1, Daniel Tetzler, VfL Osnabrück. Bahn 2, Kevin Davalinja, SG Frankfurt. Bahn 3, Cem Kahn Reuchlein, SGS. Bahn 4, Stefan Ulosat, der Aqua Köln. Bahn 5, Tobias Döhl, SG Frankfurt. Bahn 6, Jonathan Albrecht Rimek, ebenfalls SG Frankfurt. Bahn 7, Aaron Wilmes, VfL Osnabrück. Bahn 8, Lukas Bröckel, VfL Osnabrück. Bahn 9, Maxim Reim, SC Hartberg. Bahn 10, Lukas Spulung, VfL Osnabrück. Aufruf zum Lauf Nummer 7. Bahn 1, Ben Wenschu, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 2, Fabian Jonathan Profi, Vasco Langendreher. Bahn 3, David Bauer. Bahn 4, David Streit, beide SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 5, Paul Lömpke, SG Schwimmmünster. Bahn 6, Niklas Reibenspieß, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 7, Felix Nuyen, SC Hartberg. Bahn 8, Neil Maus. Bahn 9,
Simon Streit und beim 10 den Lennart Kloppe, alle drei SV Blau-Weiß Bochum. Dieser Lauf ist ein Prämienlauf. Aufruf zum Lauf Nummer 8, dem letzten Lauf in diesem Wettkampf. Bahn 1, Maximilian Kassenbrock, SG Schwimmmünster. Bahn 2, Nils Wolkenhauer, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 3, Tjaak Brand, VfL Osnabrück. Bahn 4, Phil Fajenski, SSF Bonn. Bahn 5, Sebastian Pierre-Louis, SG Frankfurt. Bahn 6, Simon Reinke, SG Essen. Bahn 7, Joshua Klöppner, SG Frankfurt. Bahn 8, Nikolai Sverin, VfL Osnabrück. Bahn 9, Kevin Koch, SG Schwimmmünster, ebenfalls auf der Bahn 10 von der SG Schwimmmünster schwimmt Moritz Brinkmann. Den Premiumlauf hat gewonnen auf der Bahn 5 Falk Lemke. Herzlichen Glückwunsch. Komm gleich bitte zum Sprechertisch. Aufruf zur Wettkampf 17, 200 Meter Lagen weiblich. In Lauf 1 startet auf Bahn 1 Pia-Marie Hesse von der SG Ruhr, auf Bahn 2 Delia Mantau von den Wasserfreunden Soest, auf Bahn 3 Mayra Haax, auf Bahn 4 Mathea Hennes, auf Bahn 5 Ina-Maria Ziemann, alle Blau-Weiß Bochum, auf der Bahn 6 startet Theresa Bayer von der SG Ruhr, auf Bahn 7 Caroline Wurzbacher, SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 8 Jolina Widders, SG Schwimm Münster, auf Bahn 9 Karina Dering, Rote Erde Swim Team TuS Hamm und auf Bahn 10 Emily Stör, VfR Übach-Palenberg. Aufruf zu Wettkampf 17, Lauf 2. Auf der Bahn 1 startet Romy Marinovac vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 2 Luca Victoria Bornemann vom Hofheimer SC. Auf der Bahn 3 Nathalie Raschke, SG Frankfurt.
Auf Bahn 4 Janne Bodemar von SG Schwimmen Münster. Auf Bahn 5 sehen wir Marie Kroniger von SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 6 Christina Döhl von der SG Frankfurt. Auf Bahn 7 Jamelia Drumm von der SG Essen. Auf Bahn 8 Lilly Ruberg, SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 9 Lea Sophie Wenzel, SG Essen. Und auf Bahn 10 Jana Kalwitz, Kopfsprung Köln. Willkommen zum Wettkampf Nummer 18, 50 Meter Rücken männlich. Wäre toll, wenn die Kampfrichter gleich, bevor sie nach drüben gehen, eben noch die Rückenstarthilfen reinmachen könnten. Bitte dran denken, das Zeitgericht geht nach hinten an die andere Seite und die Wenderichter kommen bitte zu unserer Kopfseite nach drüben zurück. Lauf 1, auf der Bahn 2 startet Elias Valentin Perner von der SG Ruhr. Bahn 3, Laurent Kotschmoor, Wasserfreunde Soos. Bahn 4, Julian Samen, Tussdorf und Brake. Bahn 5, Max Backhaus, SSV Blau-Gelb-Delfin. Bahn 6, Roman Zich, VfL Osnabrück.
Bahn 7, Diego Alexander Kister, SC Hartberg. Bahn 8, Nikita Karpov von der Roten Erde Swim Team Tusham. Aufruf zum Lauf Nummer 2. Bahn 1, Sören Diederichs, SV Blau, Gelb Delfin. Bahn 2, Daniel Tetzler, VfL Osnabrück. Bahn 3, Felix Nguyen, SC Hartberg. Bahn 4, Fabian Jonas Zagrowski, Vasco Langbrea Werne. Bahn 5, Lukas Bröckel, VfL Osnabrück. Bahn 6, Linus Bungert, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 7, Alexander Schmidt, SG Ruhr. Bahn 8, Janis Marx, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 9, Christopher Sundermeier, SG Schwimm Münster. Auf der Bahn 10 startet Johann Frey, SC Hartberg.
Aufruf Lauf Nummer 3. Bahn 1, Tim Faulwetter, VfR Überfallenberg. Bahn 2, David Bauer, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 3, Per Möller, SG Frankfurt. Bahn 4, Lukas Uhling, VfL Osnabrück. Bahn 5, Falk Lünke, SG Schönmünster. Bahn 6, Thierk Brand, VfL Osnabrück. Bahn 7, Jamie Adrian Gemeinhardt, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 8, Nils Engelmann Nunes, SG Essen. Bahn 9, Nils Wolkenhauer, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 10, Lennart Kloppe, SV Blau-Weiß Bochum. Dieser Lauf ist ein Prämienlauf. Voraussichtlicher Sieger dieses Prämienlaufs, Falk Lömke von der SG Schwimmünster. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen weiter mit Wettkampf 19, 50 Meter Schmetterling weiblich. Im ersten Lauf startet auf der Bahn 4 Pia-Sophie Altmann von Rote Erde Swim Team TuS Hamm. Auf Bahn 5 Katharina Nicolai vom Schwimmverein Wasserhelden. Und auf Bahn 6 Isabel Mudas vom SC Hartberg. Die Bahn 1 bis 3 und 7 bis 10 bleiben frei. Wettkampf 19, Lauf 3, auf der Bahn 1 Jana Paul, SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 2 Kimara Isbrücker, SG Eintracht Ärgste, auf Bahn 3 Hanna Butler, SG Gladbeck Recklinghausen, auf Bahn 4 Ina Maria Ziemann, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 5 Antonia Sophie Schwarz, SG Frankfurt, auf Bahn 6 Sarah Eberbeck, SG Mülheim, auf Bahn 7 Sophia Wüste, SC Oberursel, auf Bahn 8 Swantje Herding, VfL Osnabrück, auf Bahn 9 Leonie Neidrowski, TuS Dortmund Brakel und auf Bahn 10 schwimmt Delia Mantau, Wasserfreunde Soest.
Aufruf zur Wettkampf 19, Lauf 4. Auf der Bahn 1 Leni Mund von der SG Mülheim, auf Bahn 2 Jana Kalwitz von Kopfsprung Köln, auf Bahn 3 startet Lil Jane Dema, SG Frankfurt, auf Bahn 4 Jana Paul von der SG Dortmund, auf Bahn 5 Katja Sichwart, VfL Osnabrück, auf Bahn 6 Kathleen Machatik und auf Bahn 7 Judith Brinkmann, beide SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 8 startet Laura González-Bittner vom SC Oberursel. Auf Bahn 9 Romy Marinovac, SV Blau-Weiß Bochum. Und auf Bahn 10 startet Lisa Holm vom VfL Osnabrück. Dies ist ein Prämienlauf. Aufruf zum fünften und letzten Lauf über 15 Meter Schmetterling weiblich. Auf Bahn 1 startet Charlotte Vornhold, VfL Osnabrück. Auf Bahn 2 Theresa Bechtel, SC Aqua Köln. Auf Bahn 3 Lilly Bungert vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 4 die dreifache DJM-Goldmedaillengewinnerin Fee Lukosch von der SG Ruhr. Auf Bahn 5 startet Jessica Felsner vom SC Aqua Köln, amtierende deutsche Meisterin über 50 Freistil. Auf Bahn 6 Christina Lehr vom Hofheimer SC. Auf Bahn 7 Juliana Duraboschka von der SG Essen. Auf Bahn 8 Pia Hell Henning, SG Frankfurt. Auf Bahn 9 Sarah Starek und auf Bahn 10 Larissa Sina, beide SG Frankfurt. Rufe auf zum Wettkampf Nummer 20, 100 Meter Brust männlich. Auf der Bahn 1 startet Jakob Holzheuer, SC Raftberg. Bahn 2 Luis Gehle, SG Wassersport Salon. Bahn 3 Jakob Berndorfer, SC Raftberg. Bahn 4 David Reu, ebenfalls SC Raftberg. Bahn 5 Max Backhaus, SSV Blau-Gelb-Delfin. Bahn 6 Linus Rensing, SG Ruhr. Bahn 7 Julian Köhler, SG Eintracht Ärzte. Bahn 8, Roman Zich, VfL Osnabrück und Bahn 9, ebenfalls vom VfL Osnabrück, Jan Kiesikow. Ich bitte das Kampfgericht wieder die Plätze zu wechseln, damit wir dann gleich mit dem nächsten Wettkampf weitermachen können. Der erste Lauf ist jetzt ein Prämienlauf.
Wir kommen nun zum Lauf Nummer 2 auf der Bahn Einstadt. Moritz Lahmann, SC Hartberg. Bahn 2, Erik Boddo, SG Mülheim. Bahn 3, Raphael Blöckner, SG Frankfurt. Bahn 4, Maximilian Kassenbrock, SG Schönmünster. Bahn 5, Tim Faulwetter, VfL Übach-Kahlenberg. Bahn 6, Joel Werner, VfL Osnabrück. Bahn 7, Philipp Krämer, SG Mülheim. Bahn 8, Kevin Jablinehardt, SG Frankfurt. Bahn 9, David Kurz, VfL Osnabrück. Bahn 10, Elias Krieg, SG Ruhr. Das Meldergebnis über 400 Meter Freistil. Männlich ist jetzt hochgeladen auf swimevents.de und kann gleichzeitig aber auch bei uns am Sprechertisch eingesehen werden. Gewonnen hat diesen Prämienlauf der Julian Köhler auf der Bahn 7 von der SG Eintracht Erxel. Herzlichen Glückwunsch. Rufe auf zum Wettkampf 21, 200 Meter Freistil weiblich. Im ersten von drei Läufen startet auf der Bahn 1 Hanna Gönnekea vom SC Hartberg, auf Bahn 2 Leonie Sophie Wächter von der SG Wassersport Iserlohn, auf Bahn 3 Emily Stör, VfL Übach-Palenberg, auf Bahn 4 Pierre-Marie Hesse, SG Ruhr, auf Bahn 5 Lea Peters, Rote Erde Swim Team TuS Hamm, auf Bahn 6 Marie-Nicole Kramarenko, SG Mülheim, auf Bahn 7 schwimmt Veroni Cheng von der SG Ruhr, auf Bahn 8 Isabel Muders, SC Hartberg und auf Bahn 9 Charlene Theis von der SG Ruhr.
Wettkampf 21 Lauf 2. Auf Bahn 1 startet Hanna Bonn vom VfR über Palenberg. Auf Bahn 2 Hanna Pohlmann von der SG Eintracht Ärgste. Auf Bahn 3 sehen wir Swantje Erding vom VfL Osnabrück. Auf Bahn 4 Pia Joost vom SG Wassersport Iserlohn. Auf Bahn 5 Rebecca Höfgen, SG Mülheim. Auf Bahn 6 Anna Lucia Rogal, SG Frankfurt. Auf Bahn 7 Luisa Pacheco González von der SG Mülheim. Auf Bahn 8 Ella Heimann, VfL Osnabrück. Auf Bahn 9 Kira Marlene Ackermann, SC Hartberg. Und auf Bahn 10 Lea Reuter, VfR Übach-Palenberg. ...200 Meter Freistil Weibrich. Im Lauf 3 startet auf der Bahn 1 Jule Wichtermann, SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 2 Junior Namm vom SG, von der SG Schwimm Münster. Auf Bahn 3 Lisa Holm, VfL Osnabrück. Auf Bahn 4 Lea Sophie Wenzel von der SG Essen. Auf Bahn 5 startet Marie Kroniger vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 6 Theresa Bechtel vom SC Aqua Köln. Auf Bahn 7 Sophie Irren-Fax vom VfL Osnabrück. Auf Bahn 8 Lilly Bungert vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 9 ihre Teamkameradin Kathleen Machatik und auf Bahn 10 sehen wir Jana Paul von der SG Dortmund. Lauf 3 ist ein Prämienlauf.
Hoch auf zum Wettkampf Nummer 22, 400 Meter Freistil männlich. Hier haben wir zwei Läufe. Im ersten Lauf beginnen wir auf der Bahn 4, Jos Leowald, SG Ruhr. Bahn 5, Philipp Laurischkus, SG Dortmund. Bahn 6, Alexander Schmidt. Bahn 7, Linus Rensing, beide SG Ruhr. Katja Sichwart vom VfL Osnabrück kann sich noch eine Prämie aussuchen. Liebe Katja, kannst gerne zu uns zum Sprechertisch kommen. Für das Ergebnis von diesem Prämienlauf müssen wir noch einen Augenblick warten, weil das sehr eng war zwischen den beiden Frauen. Ein Augenblick Geduld noch. Ich rufe auf den zweiten Lauf, über 400 Meter Freistil männlich. Auf der Bahn 1 startet der Elias Beek von der SG Ruhr. Bahn 2, Sebastian Dinnes, SG Mülheim. Bahn 3, Leonard Klein, SG Schwimmmünster. Bahn 4, Henrik Lode, SG Mülheim. Bahn 5, Aaron Wilmes, SG Frankfurt. Bahn 6, Kevin Koch, SG Schwimmmünster. Bahn 7, Georg Schneider, SG Frankfurt. Und auf der Bahn 9 startet Maximilian Arsenio Lau von Leichtinger SV.
Wettkampf 23 100 Meter Brust weiblich Vorläufe für das Xmas Race. In Lauf 1 startet auf der Bahn 2 Rome Sophie Bölting von der SG Mülheim, auf Bahn 3 Swantje Herding vom VfL Osnabrück, auf Bahn 4 Pauline Pumpel vom SC Hartberg, auf Bahn 5 sehen wir Arlene Rumbaum von der SG Mülheim, auf Bahn 6 Sophia Wüste, SC Oberursel, auf Bahn 7 Sophie Breidenbach, SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 8 startet Leonie Najdrowski vom TuS Dortmund Wackel und auf Bahn 9 Jumana Lana Hamo vom SC Hartberg. Der Lauf ist ein Prämienlauf. Die nächste Prämie, die zu gewinnen ist, ist eine Wintermütze von Swimming Great Britain in modischem Grau. Wir bräuchten einmal Vereinsvertreter der SG Mülheim aus Hamm, von Köln und von Bonn.
Ich rufe auf zur Wettkampf 23, Lauf 2. Auf der Bahn 2 starten Caroline Nörtgen, SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 3 Mattea Hennes, ebenfalls Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 4 Nathalie Raschke, SG Frankfurt. Auf Bahn 5 Lea Kaiser von der SG Essen. Auf Bahn 6 startet Christina Döll von der SG Frankfurt. Auf Bahn 7 Caroline Butzbacher, SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 8 Hanna Pohlmann, SG Eintracht Ärgste. Und auf Bahn 9 Carina Dehring, Rote Erde Swim Team TuS Hamm. Und Siegerin dieses Prämienlaufs ist Aleen Rumbaum von der SG Mülheim. Herzlichen Glückwunsch, Aleen, du kannst hier bei uns eine Prämie abholen. Es ist diese wunderschöne Wintermütze. Aufruf zur Wettkampf 23, Lauf 3, den letzten Lauf. Auf der Bahn 1 startet Pauline Kleber von TuS Dortmund-Brakel. Auf Bahn 2 Mayra Haags, SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 3 sehen wir Lilly Ruberg vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 4 Leni Mund von der SG Mülheim. Auf Bahn 5 Jamelia Drumm, SG Essen. Auf Bahn 6 Jana Paul, SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 7 Luca Victoria Bornemann, Hofheimer SC. Auf Bahn 8 Jolina Widders, SG Schwimmen Münster und auf Bahn 9 Ina Maria Ziemann, SV Blau-Weiß Bochum. Ich rufe auf zum Wettkampf Nummer 24, 100 Meter Schmetterling männlich. In dem Lauf 1 startet auf der Bahn 3 Janis Marx vom SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 4 Adrian Dix von SC Hartberg. Bahn 5 Linus Heierhoff. Bahn 6 Konstantin Raphael Stamm, beide SV Blau-Weiß Bochum. Und auf der Bahn 7 startet Leon Zitzer vom VfL Osnabrück. Dieser Lauf ist ein Prämienlauf.
Und an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an die Firma Zaosu und an SwimTotal, denen wir die Prämien und Preise dieses Wettkampfes zu verdanken haben. Vielen Dank, dass ihr diese Veranstaltung und die Schwimmer so toll unterstützt. Aufruf zum Lauf Nummer 2. Bahn 1, Julian Köhler, SG Eintracht Ärgste. Bahn 2, Diego Alexander Kister vom SC Hartberg. Bahn 3, Dennis Alt von der SG Wassersport Iserlohn. Bahn 4, Alexander Schmidt von der SG Ruhr. Bahn 5, Lars Marius Karl von Dortmund Brakel. Bahn 6, Leon Young von VfL Osnabrück. Bahn 7, der Fahrer von der SG. Bahn 8, Lukas Florian Matrak von der SG Ruhr, Bahn 9, Thomas Hungert von SV Blau-Weiß Bochum und Bahn 10, Theobald von der SG Ruhr. Gewonnen hat diesen Prämienlauf der Linus Heierhoff vom SV Weibers Bochum. Herzlichen Glückwunsch. Ich rufe auf zum Lauf Nummer 3. Auf der Bahn 1 Liam Weyer vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf der Bahn 2 Ben Wenschow, ebenfalls SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 3 startet David Kurz, VfL Osnabrück. Bahn 4 David Streit. Bahn 5 Niklas Reibenspieß, beide SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 6 Cem Kahn-Reuchlein, SG Essen. Bahn 7 Julian Butu von der SG Frankfurt. Bahn 8 Felix Nguyen vom SC Hartberg. Bahn 9, Ben Wichtermann, SV Blau-Weiß Bochum und auf der Bahn 10 startet Josef Pöglinger von der SG Wetterau. Ich rufe auf zum Lauf Nummer 4. Auf der Bahn 1 startet Simon Streit, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 2, Raphael Glöckler, SG Frankfurt. Bahn 3, Christopher Sundermeier, SS
SG Schwimm Münster. Bahn 4, Daniel Tetzler, VfL Osnabrück. Bahn 5, Tobias Düll, SG Frankfurt. Bahn 6, Simon Reinke, SG Essen. Bahn 7, Simon Quinn, SG Frankfurt. Bahn 8, Moritz Brinkmann, SG Schwimm Münster. Bahn 9, Moritz Lahmann, SC Hartberg. Bahn 10, Tino Hechler von der SG Wetterau. Allen Fußballinteressierten kann ich sagen, der VfL Bochum hat leider zu Hause gegen Union Berlin 0:1 verloren. Ich rufe auf zum fünften und letzten Lauf in diesem Wettkampf Nummer 24 auf der Bahn 1. Ole Magnus Biorek, SSV Blau-Gelb-Delfin. Bahn 2, Nikolai Sieberin, VfL Osnabrück. Bahn 3, Neil Maus, SV Blau-Weiß-Bochum. Bahn 4, Tjaak Brandt, VfL Osnabrück. Bahn 5, Stefan Ulosat, SC Aqua Köln. Bahn 6, Till Pajenski, SFF Bonn. Bahn 7, Georg Schneider, SG Frankfurt. Bahn 8, Maxim Reim, SC Hartberg. Bahn 9, David Bauer, SV Blau-Weiß-Bochum. Auf der Bahn 10 startet Julian Sahm, TuS Dortmund Brakel. Nach dem nächsten Lauf von den 100 Schmettern haben wir 50 Meter Strecken. Ich möchte schon mal das Kampfgericht darauf hinweisen, dass Sie danach bitte die Plätze tauschen müssen. Dankeschön. Könnte der Schwimmer an der 15-Meter-Leine bitte aufhören, daran zu ziehen? Im blauen T-Shirt würdest du bitte aufhören, da deine Kraftübung zu machen? Könnte vielleicht irgendjemand Einfluss nehmen von der anderen Seite? Dankeschön, sehr nett. Ich bitte die Wenderichter,
Richtung Startbereich zu kommen und dort die Schwimmer entsprechend ihrer Namen in die Läufe einzuteilen. Vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Wir kommen damit zu Wettkampf 25, 50 Meter Freistil weiblich. Hier wird es 7 Läufe geben. Im ersten Lauf startet auf der Bahn 4 Maja Kleibauer von TuS Dortmund-Brakel. Auf Bahn 5 Schumana Lana Amo vom SC Hartberg. Auf Bahn 6 Rome Sophie Bölting von der SG Mülheim. Und auf Bahn 7 Hanna Günekea vom SC Hartberg. Die Bahn 1 bis 3 und 8 bis 10 bleiben frei. Zu Lauf 3 auf Bahn 1, Biam Fattach, TuS Dortmund-Brakel, auf Bahn 2 Marlin Grümbe, ebenfalls Dortmund-Brakel, auf Bahn 3 Nele Sreitsch, SG Wassersport Iserlohn, auf Bahn 4 startet Hanna Pohlmann, SG Eintracht Ärgste, auf Bahn 5 Miriam Proff, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 6 Kim Mara Isbrücker, SG Eintracht Ärgste, Bahn 7 Lea Peters, Rote Erde Swim Team TuS Hamm, auf Bahn 8 Kira Marlin Ackermann, SC Hartberg, auf Bahn 9 Priska Strätger vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 10 Emily Stör, VfL über Palenberg.
Aufruf zu Wettkampf 25, Lauf 4. Hier startet auf der Bahn 1 Lea Reuter, VfL Bach-Palenberg. Auf Bahn 2 Jana Paul vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 3 Anna Schubert, SG Wetterau. Auf Bahn 4 Ella Heimann, VfL Osnabrück. Auf Bahn 5 Jana Kalwitz, Kopfsprung Köln. Auf Bahn 6 Zina Berra, TuS Dortmund Brakel. Auf Bahn 7 Mayra Haags. Auf Bahn 8 Mattea Hennes, beide vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf Bahn 9 Stadt Katharina Nikolai vom Schwimmverein Wasserhelden. Und auf Bahn 10 Caroline Oertgen, SV Blau-Weiß Bochum. Aufruf zu Wettkampf 25, Lauf 5. Auf der Bahn 1 Anna Lucia Rogal, SG Frankfurt. Auf Bahn 2 Pia Joost, SG Wassersport Iserlohn. Auf Bahn 3 Rebecca Höfgen von SG Mülheim. Auf Bahn 4 ihre Mannschaftskameradin Sarah Eberbeck. Auf Bahn 5 Sophia Wüste, SC Oberursel. Auf Bahn 6 Luisa Pacheco Gonzales, SG Mülheim. Auf Bahn 7 Fee Lukosch von der SG Ruhr. Auf Bahn 8 Luca Victoria Bornemann, Hofheimer SC. Auf Bahn 9 Delia Mantau, Wasserfreunde Soest. Und auf Bahn 10 Lil Jane Dema, SG Frankfurt. Dies ist ein Prämienlauf. Aufruf zu Wettkampf 25, Lauf 6. Auf der Bahn 1 Theresa Bayer von der SG Ruhr, auf Bahn 2 Sina Naumann, SG Mülheim, auf Bahn 3 schwimmt Kathleen Machatik vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 4 Nele Hoffmann von der SG Wetterau, auf Bahn 5 Janne Niederste-Hollenberg von der SG Essen, auf Bahn 6 Julie Ho-Nam, SG Schwimm Münster, auf Bahn 7 Jule Wichtermann, SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 8 Maja Brocilo, SG Mülheim, auf Bahn 9 Sarah Starek, SG Frankfurt und auf Bahn 10 Romy Marinovac, SV Blau-Weiß Bochum. Siegerin dieses Prämienlaufes auf der Bahn 5, Sophia Wüste vom SC Oberursel. Herzlichen Glückwunsch. Bitte hol dir hier eine Prämie. Damit kommen wir zum siebten und letzten Lauf über 15 Meter Freistil weiblich. Hier startet auf Bahn 1 Alleen Rumbaum von der SG Mülheim, auf Bahn 2 Jamelia Drum von der SG Essen, auf Bahn 3 Lilly Bungert vom SV Blau-Weiß Bochum, auf Bahn 4 startet Christina Lehr, Hofheimer SC, auf Bahn 5 sehen wir Jessica Felsner vom SV Aqua Köln, die amtierende deutsche Meisterin, auf Bahn 6 Juliana Doraboschka, SG Essen, auf Bahn 7 Jana Paul von der SG Dortmund, auf Bahn 8 Sophie Ehrenwachs, VfL Osnabrück, auf Bahn 9 Pia Helly Henning, SG Frankfurt und auf Bahn 10 Charlotte Vornhold, VfL Osnabrück. Wir kommen jetzt zum Wettkampf Nummer 26, 50 Meter Brust männlich. Auf der Bahn 4 startet Jakob Holzheuer, SC Hartberg. Bahn 5 Santa Claus vom SV Nordpol. Bahn 6 Elias Valentin Perner von der SG Ruhr.
Ohoho! Da ist er! Unser Center! Sonst nur im gefrorenen Nass unterwegs, heute bei uns im Bochumer Unibad. Wir sind gespannt. Sexy Hosen trägt er. Mal schauen, wie schnell er hier durchs Wasser gleitet. Seinen Sack hat er nicht dabei. Go Santa! Hau mal richtig einen raus heute. Den Tauchzug beherrscht er. Go Santa! Go Santa! Ich habe die Teilnehmer fürs Xmas Race Finale weiblich. Christina Lehr vom Hofheimer SC, Judith Brinkmann, Blau-Weiß Bochum, Janne Diederste-Hollenberg, SG Essen, Lilly Bungert, Blau-Weiß Bochum, Jamelia Drumm, SG Essen, Arlen Rumbaum, SG Mülheim, Lea Kaiser, SG Essen und Jana Paul, SV Blau-Weiß Bochum, Reserveschwimmer, Lilly Ruberg, Blau-Weiß Bochum und Sophia Wüste, SC Oberursel. Abmeldung bitte bis 17.45 Uhr bei mir am Sprechertisch. Und Wettkampf 302, Finalteilnehmer für das 100 Meter Xmas Race männlich. Sebastian Pierre-Louis von der SG Frankfurt, Falk Lömke, Schwimm Münster, Aaron Wilmes, SG Frankfurt, Tobias Düll, SG Frankfurt, Simon Reinke, SG Essen, Stefan Ullosat, SC Aqua Köln, Till Krajenski, SSF Bonn, Tjaak Brandt, VfL Osnabrück. In der Reserve halten sich mindestens Daniel Tetzlaff vom VfL Osnabrück sowie weitere Schwimmer bereit. Abmeldung bis 18.15. Jetzt geht's weiter mit den 50 Brust. Aufruf zum Lauf Nummer 3, 50 Meter Brustbahn 1, Matthias Schäfer, SG Wassersport, Iserlohn, Bahn 2, Jonas Erbeskern, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 3, Elias Krieg, SG Ruhr, Bahn 4, Max Backhaus, Bahn 5, Laurenz Johannes Böhme, beide SV Blau-Gelb Delfin, Bahn 6, David Reul, SC Hartberg, Bahn 7, Jamie Adrian Gemeinhardt, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 8, Laurenz Potschemor, Wasserfreunde Soest, Bahn 9, Frensing, SG Ruhr und Bahn 10, Leon Young vom VfL Osnabrück. Dieser Lauf wird ein Prämienlauf. Lauf 4, Bahn 1, Nils Wolkenhauer, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 2, Erik Bodo, SG Mülheim, Bahn 3, Hendrik Philipp Karl, TuS Dortmund Brakel, Bahn 4, Raphael Linne, SV Blau-Weiß Bochum, Bahn 5, Moritz Lahmann, SC Hartberg, Bahn 6, Jonathan Albrecht Riemek, SG Frankfurt, Bahn 7, Joel Werner, VfL Osnabrück, Bahn 8, Fabian Jonas Zagromski, Vasco Langrea Werne. Bahn 9, Christopher Sundermeier, SG Schwimm Münster. Und auf der Bahn 10 startet Lukas Bröckel vom VfL Osnabrück.
Lauf 5, Bahn 1, Linus Heyerhoff, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 2, Maximilian Kassenbock, SG Schwimm Münster. Bahn 3, Neil Maus, SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 4, Tim Faulwetter, VfR Überall-Kahlenberg. Bahn 5, Sebastian Pierre-Louis, SG Frankfurt. Bahn 6, Luca Borg, SG Mülheim. Bahn 7, Joshua Blöckler, SG Frankfurt. Bahn 8, Philipp Kremer, SG Mülheim. Bahn 9, Moritz Brinkmann, SG Schwimm Münster. Auf der Bahn 10, Julian Rutto, SG Frankfurt. Und wir kommen zu Wettkampf 27, nachdem das Kampfgewicht die Position gewechselt hat. 200 Meter Schmetterling weiblich. Komischerweise gibt es hier nur einen einzigen Lauf. Scheint nicht so beliebt zu sein, aber ich bin mir sicher, wir werden gleich großen Sport sehen. In diesem einzigen Lauf startet auf der Bahn 1 Isabel Mudas, SC Hartberg. Auf Bahn 2 Laura González-Bittner, SC Oberursel. Auf Bahn 3 Theresa Bechtel, SC Aqua Köln. Auf Bahn 4 Larissa Sina, SG Frankfurt. Auf Bahn 5 Janne Bodema, SG Schwimm Münster. Auf Bahn 6 Katja Sichwart vom VfL Osnabrück. Auf Bahn 7 Lorena Sophia McDonald, SG Frankfurt. Auf Bahn 8 Sophie Ehrenwachs, VfL Osnabrück. Auf Bahn 9 Delia Mantau, Wasserfreunde Soos. Und auf Bahn 10 Kira Marleen Ackermann. Ich habe noch eine Ergänzung zu den qualifizierten Finalteilnehmern. Für das Xmas Race männlich. Nochmal der Hinweis, wir losen bei den Jungs zwischen Freistil. Wir haben noch mehr Nachrücker bei den Jungs. Für die Reserve halten sich bitte bereit für das Xmas Race. Jonathan Albrecht Riemek, Niklas Reibenspieß, Cemkan Reuchlein und Daniel Tetzler. Abmeldung bis 18.15 Uhr bei mir. So, und jetzt habe ich auch noch mal kurze Zeit, das Xmas Race Finale zu erklären. Bei den Damen wird heute gelost, kurz vor dem Start, ob die 100 Meter Rücken oder die 100 Meter Brust geschwommen werden. Bei den Jungs losen wir zwischen 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil aus. Wie gesagt, kurz vor dem Start, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Aber kurz vor Weihnachten sollte das Ganze auch Spaß machen. Und es ist der letzte Wettkampf, den ihr heute an diesem Tage haben werdet.
So, jetzt konnten wir auch mittlerweile den Gewinner aus dem Premiumlauf im Wettkampf 26, Lauf 3 ermitteln. Gewonnen hat auf der Bahn 7 Jamie Adrian Gemeinhardt von SV Blau-Weiß Bochum. Komm bitte zum Sprechertisch und hol dir deine Prämie ab. Ich rufe auf zum Wettkampf Nummer 28, 200 Meter Rücken männlich. Hier gibt es auch nur einen Lauf. Auf der Bahn 1 startet Lukas Florian Matrak von der SG Ruhr. Bahn 2 Josef Höpplinger, SG Wetterau. Bahn 3 Sebastian Dinnes, SG Mülheim. Bahn 4 Tim Faulwetter, VfR Überfallenberg. Bahn 5 Lukas Schuling, VfL Osnabrück. Bahn 6 Per Möller, SG Frankfurt. Bahn 7 Lennart Kloppe. Bahn 8 Raphael Linne, beider SV Blau-Weiß Bochum. Bahn 9, Johann Frey, SC Hartberg und auf der Bahn 10 startet Julian Köhler, SG Eintracht Erze. So, nach diesem letzten regulären Wettkampf werden wir gleich die Xmas Race Finals starten. Hier hat es bei den Damen eine Abmeldung gegeben, sodass Lilly Ruberg vom SV Blau-Weiß Bochum in das Finale nachrückt. Wir werden dort also Christina Lehr, Judith Brinkmann, Janne Niederste-Hollenberg, Lilly Bungert, Jamelia Drumm, Lea Kaiser, Jana Paul und Lilly Rubeck sehen. Bei den Herren hat es ebenfalls eine Abmeldung gegeben. Hier starten also Sebastian Pierre-Louis, Falk Lömke, Aaron Wilmes, Tobias Düll, Simon Reinke, Stefan Ullosat, Till Krajenski sowie Niklas Reibenspieß vom SV Blau-Weiß Bochum. Im Anschluss an die Xmas Race Finals werden wir als erstes die drei Sieger der Xmas Race Finals männlich und weiblich ehren
und danach dann alle anderen Siegerehrungen durchführen. Ich nehme alles zurück. Wir ehren nur die Xmas Race Finals. Siegerehrung gibt es hier nur bei den Kleinen. Entschuldigung. Wir warten jetzt auf das Meldeergebnis, das mir gleich von unseren Freunden in der Wettkampfplanung ausgehändigt wird. Und dann können wir die Teilnehmer der Finals auch entsprechend begrüßen. So, wir haben jetzt hier die beiden Strecken, Brust und Rücken für die Damen und werden jetzt von Ira ziehen lassen, was es denn gleich sein wird. Wir schwimmen Rücken bei den Damen. Hundert Meter Xmas Race weiblich. Wir schwimmen Rücken. Auf der Bahn 2 von der SG Essen, Lea Kaiser. Auf der Bahn 3 vom SV Blau-Weiß Bochum, Lilly Ruberg. Auf der Bahn 4, Janne Niederste-Hollenberg von der SG Essen. Auf der Bahn 5 sehen wir Christina Lehr vom Hofheimer SC. Auf Bahn 6, Judith Brinkmann vom SV Blau-Weiß Bochum.
Auf Bahn 7, Lilly Bungert vom SV Blau-Weiß Bochum. Auf der Bahn 8, Jamelia Drumm von der SG Essen. Und auf Bahn 9, Jana Paul vom SV Blau-Weiß Bochum. Toi, 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 Mädels, gebt alles. Der Start ist geglückt. Der Wende vorne, die Schwimmerin auf der Startbahn 6, Judith Brinkmann vom SV Blau-Weiß Bochum. Und als erste schickt an die Schwimmer auf der Bahn 5, Christina Lehr vom Hofheimer SC. Herzlichen Glückwunsch! So, und jetzt werden wir auch für die Herren ziehen. 100 frei oder 100 Schmidt, das ist die Frage. Und Ira hat gezogen und zeigt uns Freistil. Da werden sich die Frankfurter ganz besonders freuen. Der Gott ist hessisch. Wettkampf 302, 100 Meter, Xmas Race männlich. Wir schwimmen frei. Auf der Bahn 2 vom SC Aqua Köln. Und einen ganz herzlichen Dank für die vielen Zaosu-Prämien für diesen Wettkampf, Stefan Ullosat. Auf der Bahn 3 von der SG Essen. Simon Reinke. Auf Bahn 4 von der SG Frankfurt, Aaron Wilmes.
Auf der Bahn 5, ebenfalls von der Stadtgemeinschaft Frankfurt, Sebastian Pierre-Louis. Auf der Bahn 6, von der SG Schwimm Münster, Falk Lömke. Auf Bahn 7, von der SG Frankfurt, Tobias Düll. Auf der Bahn 8, der Lokalmatador vom SV Blau-Weiß Bochum, Niklas Reibenspieß. Und auf der Bahn 9, vom SSF Bonn, Till Krajenski. Viel Erfolg, Jungs! Und Sieger auf der Bahn 5, Sebastian Pierre-Louis. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte jetzt die drei erstplatzierten Sportlerinnen und Sportler zum Siegerpodest zu kommen. Wir werden die Siegerehrung sofort starten.
Natürlich auch noch ein ganz herzliches und großes Dankeschön an die ganzen Kampfrichterinnen und Kampfrichter, dass sie diesen ersten Wettkampftag heute ja möglich gemacht haben. Wir haben schwere Bedingungen im Moment im Sport und überhaupt. Und danke, dass dieser Tag heute stattfinden konnte. Ohne die Kampfrichterinnen und Kampfrichter wäre das nicht möglich. Dann bitte ich die Schwimmer, das Wasser frei zu machen während der Siegerehrungen. Dann bitte ich Bahn 3 auch das Wasser frei zu machen. Vielen Dank. Dann beginnen wir mit der Siegerehrung für das 100 Meter Xmas Race weiblich. Auf dem dritten Platz mit einer Zeit von 1 Minute 09,80 Sekunden Janne Niederste-Hollenberg von der SG Essen. Auf dem zweiten Platz vom SV Blau-Weiß Bochum mit einer Zeit von 1:08,89 Sekunden Judith Brinkmann. Und die Siegerin vom Hofheimer SC mit einer Endzeit von 1 Minute 07,54 Sekunden, Christina Lehr. Herzlichen Glückwunsch!
Wir kommen zur Siegerehrung aus Wettkampf 302, 100 Meter, Xmas Race männlich. Auf dem dritten Platz von der SG Frankfurt mit einer Zeit von 53,25 Sekunden, Tobias Düll. Auf dem zweiten Platz von der SG Schwimmen Münster mit einer Zeit von 52,62 Sekunden, Falk Lemke. Und Sieger des Xmas Races mit einer Zeit von 51,01 Sekunden von der SG Frankfurt, Sebastian Pierre-Louis. Herzlichen Glückwunsch! Und damit bleibt mir nur noch allen einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns morgen alle wieder. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao.